Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal ReadyMC. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt und heute gibt es was ganz, ganz Besonderes. Und zwar reagieren wir auf Mario Kart Glitches und wir starten auch direkt rein. Wir labern nicht lange drum herum, das ist bei mir hier alles ein bisschen zu laut. Und wir sind beim ersten Glitch, Crazy Stunts. Ja, den kannte ich tatsächlich, der sieht auch ziemlich geil aus. Schreibt es jetzt schon mal in die Kommentare, kanntet ihr diesen Glitch? Und es gibt heute 10 an der Zahl und jetzt ist die Frage, kennst du alle Glitches davon? Wall Crossing ist das nächste. Okay, mal schauen, wie das Ganze ausschauen würde. Ich bin selber gespannt, ob ich die ganzen Glitches kenne. Ah, das gab es auch in Mario Kart 8. Geil, anscheinend jetzt auch in Mario Kart 8 Deluxe gibt es das. Und das geht auf der Instrumentalpiste. Leute, wusstet ihr das? Ey, das ist ja unfassbar krass. Ihr geht da so an die Wand und mit einem Bike am besten. Ich glaube, das geht auch nur mit einem Bike. Und dann könnt ihr halt so runter sliden. Was euch das bringt? Gar nichts, aber es sieht cool aus und ihr könnt das droppen. Jetzt nochmal kurz ein paar Sachen vorweg. Das ist jetzt gerade übrigens Confused Lucky 2. Ich hoffe, euch gefällt die Facecam-Position. Und die andere Sache ist, ich bin krank gewesen. Ihr habt, glaube ich, meinen Community-Post auch gesehen. Ja, jetzt geht es mir zum Glück wieder besser. Deswegen mache ich hier dieses Video. Grippostat hat schön reingeballert hier. Und was geht da mit dem Lucky Door ab? Der dreht ja auf jeden Fall ein paar Runden, kurz nach der Ziellinie und... LOL, der verschwindet einfach in der Zaun. Das kannte ich noch gar nicht. Seht ihr das? Er dreht da einfach komische Runden da. Was ist, wenn er jetzt zurückfährt? Der Lucky Door reagiert einfach nicht. Kommt da nicht mal raus, ist er in so einer... Out of bounds, heißt das so? Zone, wo er nicht mehr rauskommt? Alter, wie geil sieht das denn aus? Okay, hier haben wir einen Misplaced Lucky Door, nennt sich das. Einen fehlplatzierten Lucky Two. Wir haben ja eben schon einen Faxen mit Lucky Two gesehen und okay, man muss dann anscheinend hier diese genaue Strecke hier abfahren auf dieser wie heißt die Strecke nochmal? Wuselvilla, glaube ich, ne? Und dann passiert irgendwas. Ich glaube, der versucht es gerade noch. Eigentlich auch eine geile Kombo, ne? Knochentrocken mit einfach standardmäßig so. Misplace? Hä? Das habe ich jetzt nicht gerade gecheckt. Habt ihr das gecheckt? Schreibt es in die Kommentare, was das gerade gebracht hat. Collision Problems. Auch mit Knochentrocken hier am Start. Auf TikTok-Traum. Aber ich lieb diese Strecke, Leute. Liebt ihr die Strecke auch? Unfassbar. Ah, das kenne ich sogar. Das gab es, glaube ich, auch in Mario Kart 8. Also nicht Deluxe. Nein! Ja. Wäre jetzt witzig, wenn ich an der Stelle auch eine Werbung eingeblendet hätte. Vorausgesetzt, das Video geht über 8 Minuten. Das weiß ich natürlich nicht. Und hier ging es um Through the Roof. Also, ja, da habe ich auch schon öfter gemerkt, Alter. Da konntest du einfach durch die Decke durch, wenn du halt einfach einen Speed-Character hast und 200 CCM brauchst du dafür wahrscheinlich auch. Broken Lap Counter haben wir hier gerade, ein kaputter Rundenzähler. So, dafür drehst du dich einmal rum in der Oldschool-Nostalgie, Rainbow Roads von 64, Nintendo 64 oder was auch immer das war, ich weiß es gerade nicht. Okay, kann man hier den Rundenzähler wirklich verarschen? Ist das machbar? Ist das wirklich machbar in Mario Kart 8 Deluxe? Wir wissen ja, in vielen anderen Mario Kart Games ging das. Und hier? Ah, guck mal, Lucky Two holt einen einfach nicht mehr zurück. Seht ihr das? Der sagt zwar, okay, du fährst in die falsche Richtung. Ja, der fährt auf jeden Fall die Strecke zurück. Und was passiert, wenn er am Ende angekommen ist? Ja, ab hier, ne? Ab hier kannst du spätestens nicht mehr zurück, weil das eine Erhöhung ist, sage ich mal. Hä? Ah, okay. Als Bro nämlich hier durch diesen Checkpoint gefahren ist, wo die Runde sich ändern müsste, ist nichts geschehen. Das ist anscheinend das Krasse daran. Hä? Und erst hier wurde Runde 2 bzw. Abschnitt 2 von 3 gezählt. Ganz weird. Hä? Ich glaube, jetzt checke ich es langsam. Jetzt, wo eigentlich alles vorbei sein müsste und er das Rennen beendet haben müsste, hat Runde 3 gestartet. Und das Ziel wäre dann quasi hier. Ganz, ganz krass, Alter. Passt auf, Leute. Das nächste Ding heißt Shell Shards Won't Disappear. Also irgendwas wird nicht verschwinden. Irgendwas mit einem Panzer. Schauen wir uns das nochmal genauer an. Hier im Battle Mode gerade. Okay, da wurde er schön gehittet. Da müsste der ja eigentlich einen Ballon verlieren. Gehe ich von aus, ne? Warum wiederholt ihr das 1000 Mal? Das sieht echt... Holy shit, Alter. Ist das der Glitch daran? Das sieht krass aus, Alter. Eine komplette Zerberstung hier, oder was? Okay, meine lieben Freunde, das nächste Ding nennt sich Super Speed Lucky Two. Da bin ich mal gespannt, was da geschieht. Wir sind auf der Strecke Varios Abfahrt. Ich glaube, so heißt sie. Und auf jeden Fall sind wir hier mit dem Inkling Girl unterwegs und umfahren die Strecke so ein bisschen. Ne? Auf dem hohen Schnee sind wir unterwegs. Nicht auf der Strecke selber. Und ich kann mir, glaube ich, schon vorstellen, was dann geschehen wird. Und zwar, wenn er dann gleich auf die Strecke normal fährt, wird Lucky Two einen wahrscheinlich zurückbringen. Aber über den gesamten Weg, wie er jetzt gerade entlang gefahren ist. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesehen.
Mal schauen, ob ich recht hatte. Ja, an irgendeinem Punkt ist er angelangt und dann ist er ganz schnell. Durch den Boden auch noch hat er den Charakter zurückgebracht. Geil. Geil! Und das nächste haben wir Edge Clipping, nennt sich das. Das kenne ich, das ist aus Mario Kart. Ach Leute, wer kennt das noch? Da haben wir es in Toads Hafenstadt ausprobiert. Richtig geil, auch YouTube-Videos mir reingezogen. Okay, was für Glitches gibt es. Und das geht hier anscheinend auf der Strecke. Irgendwas mit Eis? Ich habe vergessen, wie die Strecke heißt. Auch schön. Das geht ja aber nicht so schön, nicht so schön. Der müsste das mal auf Toads Hafenstadt probieren. Nicht. Aber so, oh, warte, ich habe nichts gesagt. Der ist durch die Wand durchgeglitscht. Ah, und dann kannst du halt außenrum langfahren. Ich glaube, das hatte ich irgendwann schon mal gesehen gehabt. Okay, der zeigt mehrere Beispiele. Oh, die Donkey Kong-Strecke ist das, die Donkey Kong-Strecke. Oh man, ist einfach out of bounds so mäßig unten unter der Strecke. Wir müssten mal die Glitches selber probieren, Leute. Wenn ihr dafür seid, schwenkt den Daumen nach oben Button. Okay, hier sind wir auf der Strecke Kumo Weide. Hier geht genau dasselbe. Das geht, glaube ich, auf jeder Strecke, ne? Jede Strecke, wo man so einen Abhang sich so machen kann, wenn ihr versteht, was ich meine. Und das war's, Leute. Wie hat es euch gefallen? Wie viele Glitches habt ihr? Kanntet ihr bereits? Das ist hier die ganz große Frage. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und teilt das Video gerne, würde mich sehr freuen. Danke an die Member. Klickt hier auf dieses Video. Das ist ein arschgeiles Video, würde ich niemandem verpassen. Haut rein und auf Wiedersehen.